Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30. Wie ihr seht, kommt der Frühling immer ein Stück näher. Ich freue mich dann auch schon wieder da draußen trainieren zu können. Kann es kaum erwarten. Jetzt geht es erst weiter zu einer Show nach Huttingen. Da darf ich heute meine Shows performen, freue mich schon drauf. Und da nehme ich euch jetzt wieder mal mit hin. My bags were packed and my world turned upside down when I got that phone call. So shocking, I thought my heart was stopping. Are you serious? This is a one in a lifetime opportunity knocking. But wait, what now? Thought I had my whole life figured out. Everything I was once sure about was now skepticism and doubt. Almost lost control, lost sanity. Meanwhile, my friends abandoned me. I felt lost in the world for a little bit. Had nobody but my family. But I bounced back and got in the zone. Late nights, just me and a microphone. My friends were off at college while I was right here sitting at home. They were partying, I was cutting tracks. They were going out, I was making sacks. It's the road I chose, so you know I'm gonna walk here proud and you never look back. Now, fast forward a couple years, most of my fears have disappeared. After the blood, the sweat and tears, I dedicate this right here to all my non-believers and haters. Y'all doing me nothing but favors. Keep talking, I can't hear you. Someone go get me a translator. It used to get to me, to the old me. Think you could do better than show me. Those who know me least have the most to say. Don't judge me if you don't know me. Whether I'm a billionaire, flat broke, you think that matters? Is that a joke? If you ain't got talent, you really think money will get you anywhere? Nope. Oh, you wanna play music Monopoly? I've mastered the game, no tapping me. Taking over the world where the money adds up. I'm just passing go, there's no stopping me. I work so hard, I earned it. It's mine now and I'll never return it. I'ma do it, I'ma do it so damn big. Every day my fans confirm it. So blast off. Okay, jetzt der starke Fuß noch eingesetzt. 40 oder so einfach. Und ich würde sagen, das war eine gute Schiene, deswegen ist unser zweiter Challenge. Perfekt, super, danke fürs Mitmachen. Ich würde sagen, den Ball hat immer noch mal wieder zu jeder Hälfte. Ich bin zurück aus Huttingen, war ein super Event zum 100-jährigen Bestehen vom Verein. Da folgt im Sommer noch mehr so Special Events, bin ich schon richtig gespannt drauf. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Tricks. Heute steht ein ganz besonderes Event auf dem Programm, weil ich darf im Europapark meine Show performen. Und zwar wird dort die goldene Narrenschelle verliehen, immer eine Woche vor Fasnacht, schon zum 15. Mal. Und dieses Jahr bekommt sie die Susanne Eisenmann, die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport. Und deswegen steht auch das Event, die Veranstaltung, im Zeichen der Schule. Und da habe ich meine Show, mein Show-Outfit, meine Showmusik, die Choreografie dementsprechend angepasst. Und wie die aussieht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ich bin jetzt im Europapark angekommen. Hinter mir seht ihr das Colosseo, das eines der Hotels hier im Europapark. Da findet nämlich das Event statt. Und ja, um 17 Uhr, also jetzt in einer halben Stunde, findet der Soundcheck statt und die Probe. Und um 18 Uhr geht dann die Veranstaltung los und meine Show wird so gegen 19 Uhr gegen 7 Uhr sein.
das war die Nareschelle im Europapark, war eine mega coole Show. Waren ungefähr 400 Gäste vor Ort und jetzt mache ich mich wieder auf den Heimweg.